Unter diesem Motto hat es heute eine der größten Protestaktionen in der deutschen Geschichte gegeben. Tausende Bauern blockieren damit ihren Traktoren heute wichtige Verkehrsrouten und sogar ganze Innenstädte. In München haben da sich bis zu 7000 Traktoren quergelegt gegen die Steuerpläne der Ampelregierung. Zu Tausenden blockieren Landwirte mit ihren Traktoren heute zentrale Verkehrswege, also, aber auch Autobahnauffahrten. Ob in München, Berlin oder anderen deutschen Großstädten, ihre Forderung ist überall die gleiche. Die rot-grün-gelbe Ampelregierung muss Steuererhöhungen für Bauern zurücknehmen, sonst fürchten die Landwirte um ihre Existenz. Wenn das so kommt, würde ich sagen, werde ich meinen Hof abgeben müssen. Also das ist jetzt gerade so, dass es umgeht. Wenn es so weitergeht, dann zahle ich nur so drauf, was eigene Tasche. Wir haben mittlerweile die Schnauze voll. Wir wollen nur unsere Arbeit machen und nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Zwar hat die Regierung ihre Sparpläne zuletzt zum Teil wieder zurückgenommen. So sollen Bauern weiter von der Kfz-Steuer befreit bleiben und die Steuern für Agrardiesel nur schrittweise angehoben werden. Das ist den Bauern aber nicht genug. Wir fordern eben nicht nur die Rücknahme, sondern auch ein Umsteuern generell in der Agrarpolitik. Die Landwirtschaftspolitik der letzten Jahre, auch übrigens vor der Ampel, war so grundlegend gegen unsere Selbstversorgung mit Lebensmitteln, gegen die selbstständigen bäuerlichen Familienbetriebe, dass hier dringend eine Korrektur angemahnt scheint. Mit den Bauern solidarisieren sich heute auch andere Berufe, darunter Handwerker und zahlreiche Spediteure, die gegen eine Erhöhung der Lkw-Maut demonstrieren. Aber auch Bauern aus dem Ausland nehmen an den Protesten teil. Diese sollen noch die ganze Woche weitergehen.